Ich bin Silke Grulke und ich bin Kosmetikerin. Ich habe einige Jahre als Veranstaltungskauffrau gearbeitet. Das ist ein Geschäft, wo ich immer gearbeitet habe, wenn andere gefeiert haben. Und da das Arbeitspensum immer mehr wurde, habe ich mir irgendwann überlegt, ob es wirklich noch das Richtige für mich ist. Und ich hatte damals arge Probleme mit meiner eigenen Haut und war sehr frustriert über das Angebot an Dermatologen und Kosmetikerinnen und dachte mir, das muss man doch besser können. Ich möchte Veranstaltungskauffrauen nicht ewig machen. Und was könnte ich denn mal machen? Und dann kam eine Freundin und sagte, werd doch Kosmetikerin. Ich hatte eine Meinung über den Beruf, weil die Erfahrungen mit Kosmetikerin, die ich hatte, waren nicht die professionellsten. Also ich habe mich nicht gut abgeholt gefühlt. Und genau das habe ich mir dann auch gedacht. Wenn es mir so geht, kann es ja auch anderen so gehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich lerne das von der Pike auf und ich mache es zu meinem eigenen und mache es dann professionell, so wie ich es mir immer gewünscht hätte. Ein Berufswechsel ist nicht einfach. Das stimmt, vor allen Dingen, wenn man schon etabliert ist in seinem Beruf. Aber ist auch nicht schwer. Also alles beginnt im Kopf. Letzten Endes war die größte Hürde zu überlegen, wie will ich das gestalten? Bin ich bereit, zum Beispiel Einschnitte in der Lebensqualität hinzunehmen, wenn ich nochmal von vorne mit einer Ausbildung beginne? Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich habe mich damals entschieden, neben meiner Vollzeitschule in Teilzeit arbeiten zu gehen. Das war ein Ritt, aber ich war halt committed und habe meine Arbeitgeber überzeugt, dass ich 100% geben würde auf den Job. Ich war reichlich überqualifiziert dafür und war eben bereit, ja, 100% da zu sein, mit der Bedingung, dass jegliche Arbeitszeit außerhalb der Schulzeit stattfindet. Es gab Menschen, die mich bestärkt haben in dieser Zeit. Das war eher so der engste Freundeskreis. Alle anderen, inklusive meiner Eltern, haben sich eher Sorgen gemacht. Das ist natürlich schon so, dass wenn du deine berufliche Laufbahn, also deine Karriere im Grunde genommen wechselst, dann gehst du ein Risiko ein. Ich habe mich selbstständig gemacht, als ich in dem letzten Semester war, kurz vor der Prüfung, zur staatlich anerkannten Kosmetikerin. Und das konnte ich machen, weil ich ein Jobangebot hatte in dem Wellnessbereich eines Unternehmens, was auch Saunen hatte. Und ja, da konnte ich dann eben Lomi-Lomi-Massagen und Massagen anbieten und konnte die Saunagänge mitmachen und mit vorbereiten und dort die Handtücher schwenken. Das kam auch gleichzeitig meiner Prüfung zugute. Wir nennen uns die Hautaufklärer. Die Hautaufklärer einmal deswegen, weil wir die Haut aufklären, aber auch, weil wir die Kunden aufklären. Wir klären gerne Menschen auf über Do's und Don'ts. Also was sollten sie tunlichst meiden vor allen Dingen und was ist okay oder was ist sogar förderlich für die Haut. Und wir klären auch auf über Kosmetikmythen, wir klären auf über ja, falsche Umgangsweise mit der Haut. Die Haut spricht zu uns kontinuierlich und wir haben es irgendwie verlernt, die Sprache zu verstehen und machen meist genau das Gegenteil von dem, was gut wäre für die Haut. Ich habe Auszeichnungen erhalten. In 2008 habe ich den Belladonna Gründerinnenpreis erhalten. In 2009 wurde ich von der Brigitte unter die 20 besten Kosmetikinstitute Deutschlands gewotet. Und das waren schöne Auszeichnungen. Der Belladonna Gründerinnenpreis hat auch besonders gut getan, einmal für mein Selbstbild, also einmal für mich als Bestätigung, dass das schon okay ist, was ich mache und dass es wirtschaftlich tragbar ist. Aber am wichtigsten sind natürlich die Kunden. Also das Hautquartier ist 2011 und 2015 hat die besten Kosmetikerinnen des Jahrgangs hervorgebracht. Wir sind ausgezeichnet worden als eben bester Ausbildungsbetrieb. Und
Das ist sicherlich auch eine Folge davon, dass ich meine Auszubildenden in alles reinschauen lasse.